Hallo und herzlich willkommen hier bei mir bei der RC Bruderbaustelle. Und es ist wieder soweit, es geht weiter mit unserem Manitou Teleskoplader. Ich habe in der Zwischenzeit fleißig geschraubt, viele Teile vorbereitet, die wir heute mal wieder gemeinsam einbauen wollen. Im letzten Video war wieder ein Zusammenschnitt, einfach mal so ein paar Zwischenarbeiten. Das heißt, ich habe zum einen mal hier diesen hübschen Aluklotz gefräst. Kleines Teil, große Wirkung. Mir hat ja die Motoraufnahme für alle neu Eingestiegenen, die Motoraufnahme für den Schaufelzylinder, das ist dieser hier, und hier hatte ich ein 3D-Druckteil und das hat mir einfach überhaupt so nicht gefallen, weil man ihn nicht gescheit befestigen konnte, und deswegen habe ich gesagt, ich mache den aus Alu neu. Und jetzt ist es so, drucken tue ich relativ viel, fräsen relativ wenig, noch relativ wenig. Und dementsprechend hat das auch ein bisschen länger gedauert, denn es hat ein bisschen Ausschuss gegeben. Das ist alles Müll im Endeffekt. Ich habe da so eine ganze Stange, also die ersten habe ich auch weggeschmissen. Das waren jetzt so die letzten Versuche hier drin, die ich nicht weggeschmissen habe. Hat ein bisschen gedauert, bis das Ganze rund gelaufen ist und bis das auf der Fräse gehalten hat und da die ersten Teile rauskamen, wo ich dann festgestellt habe, die passen ja von der Bemaßung her gar nicht, dann habe ich es nochmal gezeichnet und so weiter und so fort. Dieses Teil hier passt, hoffe ich zumindest. Wir werden es nachher einbauen. Und jawohl. Als nächstes habe ich auf Teile warten müssen, deswegen hat es jetzt auch relativ lange gedauert, denn ich weiche jetzt hier so ein bisschen von dem Plan ab, den ich ja ursprünglich hatte, von den Teilen. Ihr wisst, ich hatte eine ganze Kiste voll, eigentlich von A bis Z mit den Teilen, die ich hier verbauen wollte. Und wenn ich das alles genauso durchgezogen hätte, dann wären wir auch, glaube ich, schon fertig, aber nicht gut. Das ist einfach der Fakt. Deswegen habe ich jetzt hier ein bisschen umdisponiert. Ich zeige es euch nachher noch mal in der Nahaufnahme, aber nur mal kurz als Überriss. Wir hatten hier den Zylinder für die Schaufel. Das habe ich mit einem, ja, glaube ich, 6 mm Trapezgewinde Spindel gebaut. Aber er gefällt mir nicht. Er läuft nicht so sauber, weil irgendwo eine Macke drin ist. Ich kann es auch nicht nachschneiden. Es ist natürlich zum Herstellen jetzt auch nicht ganz so, weil ich ja den, wie soll ich sagen, die Mutter oder dieses Messingteil mit dort hier mit einarbeiten muss und so weiter. Und dann ist das Teil irgendwie auch ganz schön klobig. Es gefällt mir einfach nicht. Es läuft nicht so sauber. Klar, ich kann einen langsameren Motor verwenden, aber das passt mir nicht. Dann habt ihr mir gleich in den Kommentaren natürlich unten reingeschrieben, habe ich gesehen, ist nicht gelagert. Also ich habe die Zylinder für mehrere Modelle natürlich schon gebaut und die sind auch im Einsatz. Die Motoren halten das auch aus, wenn man hier die Welle dementsprechend bearbeitet, dass die eben nicht aufs Getriebe drückt, sondern im Notfall hier auf dem Gehäuse aufliegt. Ist also von der Belastung her, fange ich die schon ab. Aber es ist natürlich schöner mit einem Kugellager. Das heißt, hier ist es so, dass hier das Loch größer ist und wir ein Kugellager einbauen können. Das Kugellager ist auch schon hier. Genau. So viel mal dazu. Wie gesagt, ich habe auf Material warten müssen, denn ich wollte diesen Zylinder hier komplett nochmal überarbeiten und habe ihn jetzt neu gemacht, komplett in Messing. Und der läuft butterweich, wirklich butterweich von vorne bis hinten. Ich kriege durch die Bearbeitung bzw. durch die Verarbeitung hier, weil ich alles aus sozusagen einem Trumm mache, einen etwas größeren Fahrweg hin, als ich es jetzt bei dem anderen hatte. Und ich bin auch schmäler. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Das hier ist der mit dem Trapezgewinde und das hier ist der aus Messing. Finde ich einfach wesentlich besser. Ja. Der hier ist jetzt vorne hohl, hat einfach von der Bearbeitung her seinen Hintergrund. Ich hätte es natürlich auch so machen können, dass der geschlossen ist und dementsprechend hinten das nochmal anlöten etc. Aber ich denke ja auch ein bisschen hiermit an euch, denn ihr wollt ja unter Umständen hier das ein oder andere Teil haben. Und wenn ich jetzt da ein, zwei Stunden einfach irgendwo mich verkopfe, dann wird das nur unnötig teuer und es funktioniert so perfekt. Wie gesagt, ich hatte das ja vorher in dem alten auch so gebaut und habe mir das jetzt nur eingebildet gehabt mit dem Trapezgewinde. Deswegen, aber wir werden hier umstellen auf
ein komplettes Messingteil. Ich habe hier mit Absicht kein Alu-Teil mehr verwendet, denn Messingspindel auf Messing, Messinggewinde auf Messinggewinde schmiert einfach selber und das läuft wirklich butterweich und ist natürlich von der Verarbeitung her um einiges schöner. Ich kann hier mit dünnerem Material arbeiten, als ich es bei Alu könnte und kriege trotzdem genug Stabilität. Ich kann hier die Madenschraube richtig schön anziehen, trotz wenig Material. Von dem her werden wir hier komplett in Messing bleiben. Und wie gesagt, hier ist das Material etwas teurer, dafür brauche ich weniger Zeit zum Bearbeiten. Und das schlägt sich einfach da auch wieder am Preis dann nieder. Deswegen ist das so, finde ich, ein guter Kompromiss. Ja. Und ich arbeite wahnsinnig gerne mit Messing, denn es ist zum Verarbeiten und gerade zum Zersparen natürlich tausendmal schöner als unserem billiges Alu. Ja. Was habe ich noch gemacht? Oder vorbereitet, besser gesagt. Ich habe die Endabschalter, das habt ihr auch gesehen, schon mal grob angepasst. Die bauen wir jetzt nachher ein. Hier habe ich schon mal alle Kabel angelötet auch. Das habe ich in der Zwischenzeit, ich weiß gar nicht, ob ich es im letzten Video, habe ich das gefilmt? Ich glaube nicht. Spielt auch keine Rolle. Hier sind jetzt die Kabel dran. Das können wir also in den Arm soweit einbauen. Und hoffentlich, dass es dann funktioniert. Und ich habe mich mit dem Hub weiter beschäftigt. Und eigentlich war das auch mit einer der ausschlaggebenden Punkte, warum es jetzt etwas länger gedauert hat, denn hier habe ich auch alles über den Haufen geworfen, was ich ursprünglich machen wollte. Ursprünglich, wisst ihr, seht ihr auch in dem Baubericht und in den Vorstellungen von dem alten weißen Teleskoplader, da hatte ich hier so eine Schere drin. Die Schere hat auch einwandfrei funktioniert, das wollte ich hier auch dementsprechend übernehmen. Ich habe auch den Motorhalter schon soweit fertig. Ja, also ich könnte den Motor hier ja einbauen, wir haben ja das letzte Mal hier die Löcher reingebohrt, wo dann die Kugellager reinkommen und wo dann der Motorträger angebracht wird. Der Motor wird dann ja hier also eingebaut. Wäre jetzt immer noch möglich, ich habe noch nichts dahingehend verändert, dass ich sage, das würde jetzt nicht mehr gehen. Aber ich habe dann die Schere, ist auch schon geplant, gezeichnet, ich habe auch schon die ersten zwei Prototypen gemacht gehabt. Und dann dachte ich mir, warum mache ich das eigentlich so? Es ist vom Einbau her etwas komplizierter, gerade für euch. Also wie gesagt, wenn ich das für mich jetzt einmal baue, dann brauche ich mir natürlich keine Gedanken machen, denn dann baue ich das einfach so, baue das so ein und beim nächsten Mal passe ich es dann halt wieder an, wenn ich es dann wieder baue. Wenn ich jetzt aber etwas Fertiges für euch mache, dann schaut es mal ganz anders aus. Dann muss ich einfach ganz anders dran gehen. Dann muss ich sagen, okay, ich muss das so bauen, dass ihr das auch nachbauen könnt. Und zwar genauso, wie ich das jetzt hier mache. Ja, das ist eigentlich hier das Hauptproblem mit gewesen. Und diese Schere richtig einzubauen, es war jetzt nicht unbedingt die komfortabelste Lösung, sagen wir so. Und ja, zu parallel muss ich auch andere Sachen noch bauen. Also ich baue ja jetzt nicht hier 24 Stunden nur Manitou, sondern ich mache ja viele Sachen nebenzu. Und habe wieder einen Kipper gebaut. Und dann dachte ich mir, ich habe ja diese schönen brachialen Schneckengetriebemotoren immer noch da. Ja, das sind die vom Kipper, das sind die X2 Kippermotoren und dann dachte ich mir, wenn ich die schon da habe und die haben die Kraft, weil ich habe ja Videos gemacht, die drücken ja wirklich auf so einer Mulde bis zu 10 Kilo und mehr, also habe ich jetzt hier eigentlich mit so einer Schaufel auch kein Problem, normalerweise, das möchte ich probieren. Im schlimmsten Fall brauche ich ein neues Modell, aber ja. Hier habe ich jetzt schon mal einen Adapter angepasst, da habe ich jetzt schon dran rumgesägt und rumgefeilt. Also nicht wundern, den gibt es natürlich dann irgendwann auch mal schön gedruckt. Aber jetzt momentan habe ich ihn ja anpassen müssen und wir werden ihn mit Sicherheit nachher auch weiter anpassen. Und der kommt jetzt hier hinten rein und soll dann unseren Hubmechanismus machen. Was mir hier einfach besser gefällt und das habe ich gesehen an den Radladern, die schon mit diesen Motoren umgebaut wurden. Das habe ich gesehen an der D8 von mir, die auch mit solchen Motoren hier das Schild steuert. Die sind einfach schneller und doch wahnsinnig feinfühlig zu steuern, im Gegensatz zu einem Zylinder. Also der Zylinder, den kann ich wahnsinnig schön feinfühlig steuern, weil er einfach ein kleines Gewinde hat, aber nicht so schnell. Ja, das heißt, die Proportionen sind hier einfach irgendwo an den Grenzen dann. Das heißt, ich kann zwar schön fein fahren und ich kann auch schöne kleine Zylinder machen,
aber bin hier dann irgendwo an der Grenze. Wenn ich sage, ich will schneller werden, müsste ich einen größeren Zylinder bauen, was aber wieder mit Kraftverlust verbunden ist. Ja? Und man sollte sich nicht täuschen, die Trapezgewindespindeln kriegen die Kraft ein bisschen besser rüber, das ist wirklich so. Aber auch hier ist es so, dass ich natürlich hier an Kraft verliere, ja? Wenn ich hier einfach schneller werden will. Bei denen ist es wie gesagt nicht so, das heißt, ich habe einmal die Geschwindigkeit von diesem Getriebemotor, von diesem Schneckengetriebe und habe aber gleichzeitig das Feinfühlige und die Kraft von der Übersetzung und deswegen, glaube ich, sind wir hier ganz gut aufgestellt. Auch hier, wie gesagt, war jetzt ursprünglich der Plan, ach komm, den schraube ich jetzt hier einfach mal schnell rein und kam dann wieder zu dem Problem, wie reproduziere ich das? Ja, das heißt, jetzt für dieses eine Modell ist es super und beim nächsten Modell kriege ich es vielleicht nicht mehr so auf Anhieb hin. Vielleicht kriege ich es auch jetzt auf Anhieb nicht hin. Das heißt, hier habe ich einen Adapter und eine Schablone anfertigen müssen, mit denen wir jetzt nachher arbeiten, damit das ganze Ding hier reinpasst. Mit in dem Zug habe ich gleich noch mit vorbereitet den Arm. Der ist diesmal komplett aus Messing gearbeitet, denn wir haben hier einfach keinen Platz und mit Messing, das ist so hart, da kann ich eben mit kleinen Maßen mehr Stabilität erreichen als jetzt mit einem Alu-Teil. Wenn ich das gleiche Teil, ich zeige euch, wie das hier ausschaut. So, wir haben vorne wieder ein Kugellager dran. Lasst euch nicht stören, das Plastik ist hier eigentlich nur ein Platzhalter. Das ist natürlich durchgeschraubt bis in das Messingteil. Und hier haben wir die Madenschraube drin. Und hier seht ihr jetzt schon, wenn ich das gleiche in Alu machen würde, dann hätten wir jetzt hier vielleicht schon die Festigkeit. Also daher, so viel Kräfte, weiß ich nicht, da reißt man wahrscheinlich vorher den Plastikarm auseinander. Aber ich habe natürlich ein Problem, wie kriege ich die Madenschraube hier gescheit rein? Also wenn ich jetzt sage, ich habe nur 2 mm bei einem M5-Gewinde und das Ganze in Alu, das ziehe ich zweimal fest, der andere ist das Gewinde weg. Das ist einfach so. Hier habe ich das Problem nicht. Das heißt, hier kann ich wirklich auch mit weniger Material schön fest anziehen. Es ist immer noch wenig, keine Frage. Auch für Messing ist das Gewinde natürlich wahnsinnig kurz, aber ich möchte keine kleinere Gewindeschraube nehmen, denn wir drücken hier auf eine 6er Welle von dem Getriebemotor und da brauche ich einfach die Auflagefläche. Wenn ich jetzt hier mit einer am Schluss noch spitzen M3 Madenschraube drauf drücke, dann habe ich so viel Spiel. Und wenn sich das hier hinten nur um 1-2 mm verrutschen lässt, dann habe ich vorne mal schnell einen Zentimeter, wo der Arm hoch und runter wabert. Also alles Quatsch. Deswegen, hier müssen wir richtig schön festziehen können. Dafür ist das Ding da. Und ja, dann schauen wir mal, dass wir das nachher alles so eingebaut bekommen. Aber wie gesagt, das mal vorneweg. Lange Rede, wenig Sinn. Ihr wisst es, jetzt drehe ich euch um. Dann seht ihr genauer auf meinen Arbeitsbereich und auf die ganzen Sachen, die wir machen. Und könnt euch die Teile nochmal genau anschauen. Und dann würde ich sagen, jetzt legen wir einfach mal los, bauen die Endabschalter ein und den Motor und dann widmen wir uns endlich dem Hubmechanismus. Also, gleich geht's weiter. So, dann würde ich sagen, wir legen mal los mit den Endabschaltern. Und wie ihr seht, ich habe hier ja schon einiges hergerichtet und ich habe das auch für mich beschriftet mit unten und vorne. Und dementsprechend, wo welcher angeschlossen wird. Das heißt, wir haben hier Motor Plus, Regler Minus, der geht irgendwie immer flöten hier. Und hier haben wir den Regler für vorne. Da muss ich mir noch was überlegen, ein System, weil ich die eigentlich ungern beschrifte, beziehungsweise wenn ich sie beschrifte, dann ist das immer nicht von Dauer. Da dreimal drüber gefahren, beziehungsweise beim Einbau mal so und so festgehalten, dann ist oft die Beschriftung weg und dann weiß wieder keiner, wo was hingehört. Ihr seht jetzt bei denen, das sind jetzt die für die Schaufel und hier habe ich zwei, das sind die, die zum Regler gehen, das sind die ultra flexiblen Silikonkabel. Die müssen ja sich ein bisschen bewegen können, denn sie sind die Kabel, die im Endeffekt mit raus teleskopiert werden. Und dementsprechend haben wir hier diese Silikonkabel drin. Die anderen sind die, die zum Motor gehen. Die sind ganz normal. Und jawohl. Vorbereitet hatte ich es ja schon. Ich zeige es euch nochmal in nah. Ich kann euch das
besser zeigen kann. Das heißt, wir haben jetzt hier auf der Seite diese zwei Löcher. Hier ist dieses von mir speziell für diese Situation angedachte Langloch entstanden zum Feinjustieren. Das Ganze ist gesenkt, weil ja hier nachher dann diese Schaufelaufnahme vorbei muss. Also müssen wir hier auch dementsprechend bündig sein. Hier haben wir schon das Stück vorbereitet für den zweiten Endabschalter. Und auf der anderen Seite hat sich gar nichts verändert. Ja, bloß mal diese Sachen schon mal vorne weg. Und jetzt bauen wir mal den ersten ein. Den habe ich jetzt beschriftet mit vorne. Also weil ja so ist, gedanklich. Ja, hier ist vorne. Und also hier ist vorne. Und dann bauen wir den hier so ein. Ich nehme hier übrigens M2 Senkkopfschrauben. M3 wäre jetzt in dem Fall einfach zugklobig für dieses kleine Zeug. Deswegen bewegen wir uns jetzt hier in dem M2 Bereich. Kann ich jedem nur empfehlen, hier auch hin und wieder mal in den Bereich zu gehen. Es ist ein bisschen fummeliger natürlich, aber es lohnt sich eigentlich dann schon, oder beziehungsweise man sollte einfach ein bisschen was auch in dem Bereich da haben. Ich weiß, bei vielen ist M3 schon Mangelware, aber es geht ja noch weiter runter. Die Motoren zum Beispiel, die wir hier verbauen, die GA12, diese kleinen Getriebemotoren, ja, funktioniert ja hervorragend, die haben 1,6 mm Gewinde. Also nochmal einen Ticken kleiner. Das heißt, auch da braucht man oder bietet es sich an, wenn man hier und da ein paar von den Schrauben da hat, um diese einfach zu befestigen. Ja, gerade wenn man eben selber etwas hier entwickeln möchte. Die Pinzette ist unmenschlich groß, also nichts Kleineres. Wenn die Pinzetten verbiegen sich irgendwann immer alle, deswegen bin ich hier schon auf medizinisches Equip umgestiegen, die einfach dann etwas robuster sind. Ich habe mal so einen kleinen Satz mir bestellt, so einen günstigen Pinzettensatz, so ein Graffel. Also. So, wieso komme ich jetzt hier nicht mehr hin? Stelle ich mich denn jetzt nur einfach doof an? Oder ist das nicht mehr möglich? Ich könnte schwören, hier war schon mal die Mutter dran. Gibt's doch gar nicht. Ja, ich habe den. Die Diode ist da hingekommen. Irgendwie komme ich jetzt nicht mehr nah genug ran. Vielleicht habe ich die auch einfach. Das, ja, die habe ich eigentlich normal angelötet. Soweit war ich noch nicht mit Einbauen. Also jetzt nicht, wo es schon gelötet war. Ich würde sagen, jetzt gehen wir hier einfach mal auf eine etwas längere Schraube. Und dann muss ich gucken, ob ich die Diode nicht vielleicht einfach anders anlöte, um dieses Problem zu beseitigen. Oder ich bin einfach nur schusselig. Aber ich meine, wenn es mit einer längeren Schraube einfach behebbar ist, nehmen wir halt einfach eine länger. Ihr seht, heute habe ich einen Zitterer. Ja, sag einmal. Und auch die andere Pinzette. Oder eine Zange. Oder eine dritte Hand. Oder irgendetwas in diese Richtung. Jetzt geht's. Und sie passt tatsächlich auch hin,
Scheinbar habe ich mich nur doof angestellt. Also der, ich habe mit der Diode überhaupt kein Problem hier. Das ist ja auch. Das ist wieder typisch. So. Wollte sich erstmal nur zieren. Ich treffe natürlich hier die Schraube nicht und dann haben wir den Salat. Da haben wir noch unsere Mutter drum. So, dann schrauben wir das mal an. Also hier müssen wir schauen, dass wir bündig sind. Und jetzt sitzt das Ganze hier auch schon drin. So sieht es jetzt aus. Hier sind diese ominösen Muttern, die nicht rein wollten. Und wenn ich den jetzt hier drauf baue, dann löst er wunderbar aus. Brauchen wir noch den zweiten. Ich nehme mal bloß die Kabel ein bisschen nach vorne. Zum Schutz, bei meinem Glück, meiner Dapperigkeit heute. Und hier habe ich jetzt so einen Adapter gemacht. Hier rum, so rum. Ich glaube so rum. Damit wir hier das gut anbringen können. Hier war vorher so eine Nase dran. Die habe ich weggemacht. Also hier diese Ecke. Und zwar genau auf der Seite, genau da, wo es losgeht, dass hier diese Einkerbung kommt, genau hier einmal runter und einmal rüber. So ist das Ganze im Endeffekt einmal ausgeschnitten. Jetzt kommen wir hierher und hier müssen wir jetzt das Ganze einmal festschrauben. Nehmen wir diesmal, kommen wir damit durch. Sollte reichen. Nicht gerade so. Zwei. Also dann haben wir jetzt hier den unteren Schalter hin gebaut und jetzt würde ich sagen, klöppeln den einmal drauf. Ja, ich sehe schon, wir müssen nachher mit den Kabeln hier echt aufpassen. So. Und hier kommt jetzt der andere Schalter hin. Okay, ich sehe schon, hier muss ich noch ein bisschen was rausschneiden. Denn hier habe ich ja noch die andere Mutter. Ich nehme jetzt bloß mal schnell die Zange, das falte ich nachher dann noch alles noch mal gerade, aber damit wir es jetzt mal anpassen können. Also, damit ihr das hier seht, hier ist jetzt, hier habe ich noch ein bisschen was wegnehmen müssen, das mache ich nachher mit der Feile noch schön sauber, aber jetzt kommt das hier im Endeffekt hin und dann tastet der hier an, und zwar er tastet dann an, wenn ich ganz am Anschlag bin, es geht auch nicht weiter. So muss es sein und so kann ich das Ganze jetzt festschrauben. Und der Clou daran ist, ich wollte es jetzt, ich hätte es auch einfach hier mit einem Sekundenkleber vielleicht festkleben können, aber ich glaube nicht, dass das auf Dauer hält. Und jetzt, das wollte ich euch noch zeigen, was jetzt der Vorteil ist, deswegen habe ich ein bisschen mehr ausgeschnitten. Ich komme jetzt hier vorbei, wenn wir jetzt noch die Schraube drehen. Ha, da war ja was.
Ich wusste, ich musste da nichts ausschneiden. War gar nicht so geplant. Hier habe ich jetzt ein bisschen mehr Platz gewonnen auf der Seite, wo ich nachher eine Mutter reindrehen kann für den Zylinder zum Befestigen. Denn vorher war es ja so, dass auf beiden Seiten so eng war. Und dass selbst wenn ich es dann, ich sage jetzt mal, zusammengezogen hätte, wäre es immer eng und wäre immer eine potenzielle Kante gewesen, wo ich dran hängen bleibe. Jetzt, durch das, dass wir das rausgenommen haben und das hier oben aufgesetzt haben, komme ich hier nachher vorbei. Jetzt müssen wir nur einmal schnell die Schrauben umdrehen, weil ich es wiederum falsch rum eingebaut habe. Also, so rum gehört es natürlich richtig. So läuft das Ganze dann auch dementsprechend besser. Das heißt, wir haben unten den Senkkopf und hier oben die Mutter dran. Und wenn ich es jetzt einbaue, habe ich dann unten auch den Platz, von dem ich gesprochen hatte, dass ich sage, ich habe jetzt hier einfach... Ich sollte mir mehr angewöhnen, auf das Display zu gucken. Ich sehe es, dass ihr nicht seht. Hier... Wenn ich das hier jetzt so einbaue, bündig, jetzt drückt er auf den Taster und jetzt habe ich hier Platz und kann eben hier eine Schraube durchdrehen und hier drüben auch eine Befestigung anbringen. Also wir sind nach oben hin bündig mit dem Plastikteil und ich bin ganz vorne. Und wie gesagt, ihr könnt ja jetzt hier auch feinjustieren, wenn ihr seht, ah okay, er tastet sich falsch an, ich muss weiter links oder weiter rechts, dann ist das ja alles noch möglich. Wir setzen jetzt mal die erste Schraube und dann könnten wir es immer noch mal ein bisschen nachjustieren und drehen, aber ich glaube, hier sind wir ganz richtig aufgehoben. Man kann natürlich auch ein bisschen einfach erstmal wegnehmen, anpassen und sehen, muss man vielleicht noch ein bisschen was nach wegnehmen. Wie gesagt, wenn ich jetzt hier noch einen Tropfen Sekundenkleber unten rein machen würde, dann ist es bombenfest, da passiert da gar nichts mehr. Aber auch so sollte das Ganze soweit halten, dass da nichts mehr verwackeln kann, wenn beide Schrauben natürlich drin sind. Aber jetzt kann ich eben sagen, ich passe das nochmal an. Jawohl, er löst jetzt aus. Wenn ich ein bisschen runterdrehe, kommt er ein bisschen früher. Das wollen wir nicht. Wir werden es genau da hin. So, den bohre ich jetzt nur an und schraube dann so rein. Dann hat die Schraube ein bisschen mehr Zug. War jetzt ein Zweierbohrer. Wenn ich es jetzt mit dem 1,5er vorbohre, habe ich natürlich den Vorteil, dass mein Gewinde nochmal einen Ticken schärfer greifen kann. Gucken, ob wir da jetzt reinkommen. Jawohl. So, ich habe jetzt ein bisschen Spiel hier drin. Das kommt von der unteren Schraube.
würde es passen. Die ist noch nicht ganz drin. Ja, die wackelt noch ein bisschen nach. Das will ich eigentlich nicht. Das werde ich noch nacharbeiten. Dementsprechend vor allem durch das, dass die jetzt danach zieht, ich jetzt hier so eine potenzielle Kante habe, wo er auf die Fahne drückt hier. Und das will ich nicht haben. Das heißt, hier muss ich die Fahne noch ein bisschen reinbiegen, einfach zur Sicherheit, dass das da schön aneinander vorbeiläuft. Jetzt haben wir einen Bogen gemacht. So ein Quatsch. Wir brauchen hier einen und oben einen. Ich glaube, das was zum Dagegenhalten. Dann funktioniert das auch. So, jetzt da. Jetzt geht's. Also, die Fahne ein bisschen nachgebogen, dass sie sich hier nicht einhakeln kann. Und wie gesagt, hier unten habe ich ein bisschen Spiel. Durch das, dass ich hier vorgebohrt hatte. Das werde ich noch rausnehmen und werde es ja auch noch mal nachfeilen. Also das Teil bleibt ja so final noch nicht drin. Ich werde das noch nacharbeiten und dann noch mal sauber einbauen. Aber so ist es jetzt drin und löst auch dementsprechend den Endabschalter aus. Das ganze Kabelgefuddel werden wir nachher noch hier reinlegen müssen. Nämlich einmal nach hinten. Da muss der Klotz dann auch raus von beiden. Und einmal bis zu dem Motor. Und jetzt wollen wir eigentlich die neue Spindel und den neuen Motorhalter gleich mal testen. Und hier, ich habe ja schon Löcher hier oben drin. Ja. Ihr habt die noch nicht. Das heißt, bei euch kommt jetzt dieser Klotz und der ist plan und blank. Da sind keine Löcher drin. Und genau um das ging es ja im Endeffekt auch, weil ich gesagt habe, wenn ich jetzt das hier unten reinbaue, habe ich nicht die Möglichkeit hier, das von unten irgendwo richtig durchzubohren, richtig anzuzeichnen. Das ist einfach, es funktioniert einfach nicht richtig. Ja, man wird das nie treffen. Und jetzt haben wir die neue Spindel. Mal gucken, wo ist er? Da ist er. Wir brauchen jetzt natürlich einen schnelleren Motor. Das ist mal das eine. Aber dafür läuft sie einfach sauberer. Also, diesmal mit Kugellager. Wie gewünscht mit Kugellager. Der im Endeffekt jetzt hier die Last aufnimmt. Und ja, ich bin ja prinzipiell ein Fan von Kugellagern. Deswegen sträube ich mich da gar nicht dagegen. Und zwar ja jetzt auch von dem hier überhaupt kein Problem hier. Das mit Kugellager zu bauen. Also hier 1,6 mm Schrauben passen hier rein. Das einzige, wo man aufpassen muss, ist auch hier nicht komplett anziehen wie ein armer Irrer, denn wenn es etwas Spiel hat, dann gleicht sich das Ganze aus. Es soll sich nicht nach links und rechts drehen können, der Motor. Dafür sorgen ja die zwei Schrauben. Aber etwas Spiel ist nie verkehrt. Und passt auf, wenn ihr jetzt nicht oder verschiedene Längen habt von den Schrauben. Jedes Getriebe von den Motoren ist anders. Das heißt, dass ihr, wenn ihr hier durchschraubt, nicht mit der Schraube das Getriebe blockiert. Ja, hier komme ich vorbei. Und hinten müssen wir schauen. Ich drehe es einfach einmal zurück. Jawohl, also Getriebe lässt sich drehen. Ich gucke gerade mal, wenn ich die jetzt feste ziehe, wenn ich noch ein bisschen anziehe. Ja, dann hackelt's. Deswegen würden wir hier nochmal den Ticken rausgehen. Und dann muss das ganz leichtgängig zu drehen sein. Schauen wir mal.
wir es mal umdrehen, dann sehen wir vielleicht die Schraube besser. Wir drehen es mal um. Vielleicht kann ich euch das dann auch zeigen. Das ist jetzt übrigens eine 1,6 x 5 mm Schraube. Senkkopf. Habe ich Linsenkopf auch. Ich hätte auch Linsenkopf mal 3. Dann nehmen wir doch eine solche. Aber wie gesagt, jeder Motor ist da ein bisschen anders. Da muss man einfach echt aufpassen. Da kann man sich relativ schnell auch mal so einen Motor demolieren. Wir können hier Linsen, also wenn wir das Kugellager drin haben, können wir hier natürlich eine Linsenkopfschraube auch verbauen. Denn das Kugellager trägt ja hier auf. Und von dem her haben wir da etwas Platz. Ohne Kugellager, wenn ich dann bündig sein möchte, dann brauchen wir natürlich die Senkkopfschrauben. Also hier sieht man es jetzt. Hier seht ihr es vielleicht, wenn es die Kamera fokussiert. Hier kommt die Schraube raus und hier ist direkt das erste Zahnrad. Und wenn ich jetzt hier eine Senkkopfschraube reindrehe, die zu lang ist, oder natürlich auch eine andere Schraube, die zu lang ist, dann drücke ich hier direkt auf das Zahnrad. Und das war eine. Gehört da gar nicht her. Dann drücke ich auf das Zahnrad und dann macht das Getriebe natürlich nicht lange mit. Da ist sofort vorbei. Ja, und dann habt ihr einen schönen kleinen Motor direkt zerdeppert. Also, der hat jetzt ganz minimal Spiel. 1-2 mm einfach, um sich auszugleichen. Wenn hier Druck drauf kommt und jetzt kommt hier unten die Welle drauf. Und wir können hier wirklich bis ganz hinfahren. Und fast bis ganz rausfahren. Haben also hier schön viel Spiel. So sieht das ganze Bauteil jetzt aus. Und das kommt jetzt hier unten rein. Und wir legen das ganz hinten an diesem Teil hier an. Und dann liegt das hier wunderbar drin. Und jetzt habe ich ja hier relativ knapp um den Ausschnitt herum schon angebohrt. Und hoffe, dass ich jetzt da dementsprechend auch wieder auf Alu stoße. Und das Ganze können wir auch einmal umdrehen. Und ihr seht, wenn ich jetzt hier dran bin, dann decke ich das wunderbar ab. Hier unten ist das Loch. Das habe ich ja von unten einmal durchgebohrt gehabt. Das heißt, ich weiß, wo ich hier anlegen muss. Das funktioniert ganz gut. Wenn ihr das Bauteil hier einbaut, hier einmal durchbohren, dieses Loch hier, für die Kabel ist es ja später, dann weiß ich, wo ich bin. Und wenn ich dann das hier anhalte, weiß ich ungefähr, wo meine Löcher sein dürfen. Also ich kann jetzt hier auch einmal außen rum zeichnen und weiß, hier kann ich bohren. Ja. Also dann bauen wir das ganze Ding jetzt hier mal ein und schauen, ob wir schon die erste Bohrung hier hinbekommen. Ich mache hier auch M2 rein. M3 finde ich einfach zu groß. Nicht jeder hat einen M2 Gewindeschneider, lohnt sich hier aber, solltet ihr haben. Und bei M2 Gewindeschneider brauchen wir hier, also ich bohre mit 1,5 vor. Es wäre offiziell, mit was bohrt man vor? 1,6 wäre normalerweise die Kernlochbohrung bei einem M2 Gewinde. Aber 1,6 habe ich jetzt nicht da, deswegen wird es jetzt ein 1,5er. So, also ich lege den so weit wie möglich innen an und setze jetzt einfach mal die erste Bohrung. Und die zweite auch gleich. Dann kann ich das da schon so weit festziehen. Und wir sehen, wo wir sind. Seht ihr das? Ich markiere es mal, wo jetzt mein Bohrloch ist, wo ich hier rausgekommen bin. Also hier und hier habe ich hier gerade gebohrt. So. Also dann
bohren wir hier jetzt weiter. Bei 1,5 mm Bohrer ist natürlich hier eher die Vorsicht angesagt, also nicht zu viel Druck. Wir nehmen jetzt mal schnell den Motor hier raus. Den haben wir festgeschraubt. Ja, komm. Geht. Wird auch mit Motor gehen. Also 2 mm Feingewinde. Hip, hip, hurra. Hier wirklich vorsichtig. Mache auch ich nicht mehr mit dem Bohrer. Immer etwas Schneidöl drauf, damit das Ganze ein bisschen besser flutscht. Denn bei der Größe ist ab halt sofort ab. Dann drehen wir jetzt hier ganz vorsichtig mal ein M2-Gewinde rein. Und das war's. Na? Das hier mag nicht so, wie ich das möchte. Ist da zu weit an den Rand gekommen. Schaut fast so aus. Aber das zweite. Also das zweite geht hier wunderbar. Also mal ein bisschen reindrehen, wieder rausdrehen. Je nachdem, wie tief ihr natürlich auch gebohrt habt. Ein bisschen Tiefe sollte man schon haben. Also das sollte passen, damit die Schraube hebt. Und auf der Seite, ja, da sind wir bin ich ein bisschen über den Rand hinausgekommen. Da hält das Gewinde jetzt nicht mehr richtig. Das werden wir nachher nochmal versuchen zu korrigieren. Aber jetzt sollte zumindest mal eine Schraube hier halten. Zu lang sein. So lang. Guck mal. Ich glaube, wir nehmen mal. Ja, was ist passiert? Ich stehe aktuell scheinbar zu 100% auf Kriegsfuß mit der Kamera. Und ja, da werde ich mich auf kurz oder lang auch einen Ersatz bemühen. Nur damit die Kamera das auch gleich nochmal gehört hat. Sie hat mittendrin wieder abgeschaltet und ich war natürlich hochkonzentriert und habe hier diesen Motor eingebaut. Was ist passiert in der Zwischenzeit? Also was habe ich gemacht, während ihr nicht bemerkt habt, dass ich weiterarbeite? Ich habe hier das Ganze unten angesetzt, habe hier durchgebohrt, habe das angesetzt und habe hier ja ein M2-Gewinde reingeschnitten, habe das festgeschraubt. Beide Schrauben halten und habe hier oben nochmal mit 1,5 mm vorgebohrt. Hier vorne ist ja dieser Spitz von dem Alu und habe da auch ein Gewinde reingeschnitten. Auch in zwei Schrauben rein und das festgeschraubt. Viel habe ich nicht gemacht, hat aber doch relativ lange gedauert. Und wie gesagt, ich war hier hochkonzentriert und habe natürlich nicht mitbekommen, dass die Kamera abgeschalten hat. Und deswegen seht ihr jetzt nur noch das Endresultat. Ja. Also ich habe hier die Schrauben eingebaut, alle vier Stück. Und wir haben eben genau diesen Punkt, dass ich sage, ich kann den Aluklotz hier unten einlegen und kann einfach von oben durchbohren. Ich brauche keine Schablone,
Ich brauche da keine speziellen Sachen oder ich treffe das Gegenstück nicht, denn es ist noch kein Loch da. Das schaffe ich mir ja erst. Ich kann mit den Schrauben auch ein bisschen natürlich rein bzw. näher hin, einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Und genau. So ist das Ganze eingebaut und jetzt habe ich hier unten auch den Zylinder schon mal festgemacht und den werden wir nachher testen. Die Kabel lege ich hier noch durch. Alles kein Hexenwerk und dann werden wir das nachher auch mal testen. Aber jetzt, solange die Kamera läuft, und ich hoffe, ich kriege es mit, sollte sie wieder erwarten, doch mal wieder aufhören aufzunehmen. Ich schaue jetzt öfters drauf, versprochen. Bauen wir gleich die nächsten Endabschalter ein. Und das sind die hier, die in den Arm selber kommen und fürs Teleskopieren sind. Und ich hatte ja im letzten schon gesagt, ich habe hier einmal ausklinken müssen und habe hier diesen Nupsi einfach zu tief abgeschnitten. Das heißt, hier habe ich jetzt mit einer Schraube und einer Mutter die Höhe korrigiert, so dass ich hier auf eine richtige Höhe komme. Auch hier habe ich schon die Kabel dran. Die werden hier nachher auch dann einfach durchgelegt. Schauen wir mal. Also wir haben hier den Endabschalter, den bauen wir hier auch gleich ein. Wie legen wir denn die Kabel nachher so rum, oder? Dann, damit wir das auch schon in einer Richtung haben, die wir wollen. Also so sieht das Ganze auch aus. Wie gesagt, hier relativ simpel in der an diesem vorgegebenen Nupsi habe ich einfach durchgebohrt. Auch M2 ist es übrigens. Und habe hier das Ganze ausgeschnitten. Ich würde zur Montage empfehlen, nehmt euch die Schieblehre, die Dicke, sind 6 mm von dem Endabschalter. Geht von hier 6 mm runter und da knipst ihr dieses Plastikteil hier unten ab. Dann habt ihr hier die gleiche Höhe und müsst hier nicht so ja, unterfüttern und rumbasteln wie ich. Für diesen hier müssen wir natürlich auf der anderen Seite auch diesen Nupsi wegmachen und wir müssen hier nichts ausschneiden, nur diese Nase, wo es sich überlappt, entfernen, denn hier bin ich ja bündig. Ja, also hier bin ich ja so, dass ich bündig bin, aber da, wo diese Nase ist, da kommt auch noch die Mutter hoch, deswegen. Da müssen wir hier diesen, so rum, diesen Teil hier noch abzwicken. Das sind die zwei Kabel, die kommen nachher da nach hinten. Und wir haben hier vorne dieses Dreieck. Ich lege es gerade nochmal an, man hat es ja in dem anderen Video nicht so gesehen. Das ist im Endeffekt so, ich fahre den Arm hier ganz rein und fahre dieses Plastikteil hier auf die Position, wo es festgeschraubt ist. Ihr wisst, da haben wir von außen durchgeschraubt. Und dann habe ich einmal die rechte Seite und wenn ich es ganz eingefahren habe, die linke Seite. Und das dazwischen ist das, was ich hier schraffiert habe, wo der Endabschalter eingebaut werden muss, kann und soll. Das ist er. Den bauen wir hier ein. Und der muss natürlich so rum sein, dass er das tastet, was von vorne kommt. Und hier war ja auch dieser Punkt, wie rum baue ich die Schrauben ein. Das heißt, ich habe jetzt die Senkkopfschrauben von innen nach außen. Das heißt, ich habe außen die Mutter. War nicht der Plan ursprünglich. Aber auch hier ist es so, bisschen Deko außen darf sein. Und am Ende, es muss funktionieren. Das ist das Wichtige. Und der Rest wird einfach als Deko mit eingebaut. Und ich finde, bei einer Baumaschine darf man auch mal hier und da eine Mutter sehen. Und eine Schraube. Da ist das alles nicht, kein Problem. Vor allem, wir sind ja jetzt hier im M2-Bereich. Das heißt, sie sind ja auch echt filigran und dezent. Ja, ich weiß, es gibt Schraubenschlüssel für M2-Muttern. Habe ich gerade nicht zur Hand. So. Also hier ist der jetzt eingebaut und ihr seht, wir sind jetzt hier in diesem schwarzen Bereich soweit geblieben.
und der Taster tastet im Endeffekt wirklich genau dann, wenn der Arm ganz eingefahren ist. Wenn ich hier ganz langsam fahre, habe ich natürlich ein bisschen Varianz. Wenn ich volle Möhre dagegen decke, dann komme ich wirklich bis an den Schalter hin. So viel dazu. Das ist, wie gesagt, überhaupt kein Hexenwerk. Das hängen wir dann hier so ein. Zack. Und ja, wenn der hier auch passt. Und dann tasten wir uns hier ran. Ja, geht nicht, weil der hier ist noch so weit rausgedreht ist. Den hier können wir auch gleich mal festmachen. Muss ich dann nochmal was wegschneiden, ein bisschen. Bin gerade am gucken. Ach nee, das passt ja. Ja. Gedankenfehler. Also, dann ist das ganze Ding hier eigentlich soweit schon zusammengebaut. Wir setzen mal hier den hier drauf, würde ich sagen. Hier kommt eine lange Schraube durch. Ja, die hätte ich auch vorher setzen können. So, jetzt da. Schrauben das schon mal fest. Die Schraube hält übrigens nicht den Arm hier zusammen, gell? Weil das ist ja alles noch geklickt, das sind noch die Originalaufnahmen. Diese Schraube hier fixiert die Motoraufnahme. Also heute habe ich es, oder? Mit dem Schrauben in Muttern. Was ist denn los heute? Kann ich nicht mal mehr die gegenhalten. So. Das hält ja hier im Endeffekt den Motorblock einfach nur in Position. Dass der hier nicht vor und zurück kann. Muss also auch nicht angezogen sein wie nochmal was. Genau. Jetzt die ganzen Kabel müssen noch einmal hier rein. Und dann ist der Arm eigentlich auch schon fertig. Das werden wir nachher gleich mal testen. Wie gesagt, ich werde da noch ein bisschen Lötarbeit dran setzen. Aber dann ist das schon mal da drin. Ich sehe, das Gucken auf die Kamera ist nicht gut für mich. Ich fühle mich jetzt irgendwie gehetzt. Wer weiß, wann die das nächste Mal ausgeht. Ich muss euch jetzt ganz viel erzählen, bevor sie ausgeht. Ja, also der Klotz hat sich übrigens nochmal verändert. Der wird sich aber auch nochmal verändern. Kann ich euch auch gleich sagen. Die Hinterachse, deswegen ist die auch komplett zerlegt. Die richtige Hinterachse ist hier. Oder die ursprüngliche Hinterachse. Denn auch die hat sich nochmal verändert, damit wir jetzt diesen Motor hier einbauen können. Der kommt hier rein. Und damit wir den auch bei dem nächsten und übernächsten immer gleich bauen, habe ich hier diesen Abstandshalter gebaut, der gleichzeitig als Außenschablone fungiert. Denn ich habe auch keine Lust, das dauernd immer wieder rauszumessen und nochmal rauszumessen. Denn wenn ich das einfach jedes Mal messe und jedes Mal habe ich irgendwo einen Millimeter Versatz und dann funktioniert das nicht, dann nervt mich das. Und das will ich nicht. Also, das ist der X2-Motor und jetzt ist es so, das ist das Bauteil. Und jetzt ist gut, dass wir das noch nicht hingebaut haben. Das kommt jetzt hier hin. Ha, an das Teil habe ich nicht gedacht. Ah, ihr seht's. So ist es. Mach mich fertig. Also, wir arbeiten jetzt trotzdem so und ich werde mir eine Lösung überlegen, wie wir das als Schablone dann in Zukunft einfach doch nochmal einen Ticken besser hinkriegen. Ich nehme jetzt mal einen... den Dreier. Wir nehmen gleich den Dreier. Volles Risiko. Wir haben ja hier eh schon ein übriges Loch drin. Und zwar, der Plan ist eigentlich der. Wir haben ja hier unten unsere Befestigung für die Achse, die bündig sein sollte. Ist bei mir voll bündig. Und hier legen wir das Ganze jetzt auf. Ich muss jetzt gerade mal gucken, wenn ich das hier innen drin auflege. Ja. Passt. Also nicht um das Pendel kümmern. Das Pendel können wir einfach ein Stück runterdrücken. Ich lege das hier bündig auf. Die Schablone. Ich zeige euch das noch mal hier. Also nach hinten bündig und einmal nach unten bündig. Und dann werden wir das hier befestigen. Aber was ich jetzt mit dem Ding hier mache, weiß ich noch nicht. Es gefällt mir leider nicht.
Ich will es aber auch nicht wegmachen, denn ich soll ja auch irgendwo mal noch das Licht dahin kommen, vielleicht, wenn es irgendwie möglich ist. Wenn ich das jetzt ausklinke, kann ich das ausklinken? Ich klinke es jetzt mal aus und werde mir dann was dazu überlegen. Aber dann machen wir das jetzt einmal schnell. Ja, ihr seht, Prototypen bauen macht immer Spaß. Man kommt zu Problemen, wo man eigentlich, wo sonst kein Mensch weiß, dass es sie gibt. Gell? Also ich klinke das mal schnell aus und dann machen wir gleich weiter. Gut, also ich habe das jetzt mal ganz kurz ausgeklinkt mit der Säge. Ich habe jetzt da noch nicht mal ein neues Bauteil gedruckt. So schnell bin ich jetzt auch nicht. Außerdem sind wir ja immer jetzt noch hier am Rumbasteln. Aber ich glaube, so funktioniert das ganz hervorragend. Das heißt, ich lege das jetzt hier an und wie gesagt, keine Sorge wegen dem Pendel. Innen drin haben wir mehr Platz als außen. Das heißt, jetzt bohre ich einfach diese drei Löcher hier einmal rein. Und hier oben komme ich vermutlich gerade so vorbei. Ja, und wir machen das so, dass ich hier jetzt wieder gleich eine Schraube durchstecke. Dann verrutsche ich nicht ganz so stark. So, hier ist jetzt zum Durchbohren. Heißt, wir bohren hier noch einmal durch. Das war's auch schon. Also, ich habe jetzt drei Löcher drin, ihr habt nur zwei. Wie gesagt, das eine war ja das Loch vom ursprünglich geplanten Motor, von der ursprünglichen Motoraufhängung, die ich aktuell verworfen habe, aber nur aktuell. Jetzt schrauben wir das ganze Ding hier einmal hin und zwar nur vorne, denn da bin ich ja sowieso im Hohlraum. Nicht, weil ich da zu viel weggeschnitten hätte, sondern weil da tatsächlich einfach nichts ist bei dem Originalmodell. Jetzt schauen wir mal. Ich habe da ein bisschen ausgeklinkt auch, das zeige ich euch nachher noch. Ja, bevor wir das jetzt einbauen, setzen wir gleich mal hier die Messingstange auf. Ich drehe jetzt die Madenschraube raus, damit ich den Arm hier auf der Welle frei bewegen kann. Völlig natürlich, wenn das dann montiert wird, wird die natürlich festgeschraubt. Aber jetzt kann ich das natürlich besser einstellen, denn ich habe noch keine Elektronik dran. Ist klar, oder? Brauche ich nicht weiter erläutern. Warum und weshalb? Also, dann suchen wir jetzt hier mal die zwei Löcher. Auch hier, welche Schrauben das dann am Ende werden, welche sinnvoll sind und welche nicht, das weiß ich noch nicht. Das werden wir dann sehen. Also hier werden wir ein bisschen was wegnehmen müssen von dieser Aufnahme für die Lampe. Da kommen wir nicht drum rum. Das Problem ist hier, man sollte es nicht meinen, und zwar wirklich nicht meinen, es ist einfach verdammt eng. Wir haben wenig Platz in dem Modell. Das heißt, ich kann mich jetzt entscheiden, gehe ich zu hoch, kriege ich den Arm nicht mehr rein. Bin ich zu tief, kann ich nicht mehr pendeln. Wenn ich das Pendel runtersetzen würde, dann wäre ich wieder höher, als mein Fahrwerk eigentlich sein sollte. Also, ihr seht, wir kommen von einem Ding zum anderen. Das ist hier leider so. Ich nehme jetzt hier einfach so ein bisschen was weg. Mal ganz provisorisch. Ihr macht das alles natürlich viel schöner, gell? Aber ihr guckt mir auch nicht, oder ich gucke euch dann ja auch nicht mehr über die Schulter. Ich komme nochmal auf das Thema zurück, wenn ich Prototypen baue, wie viele Modelle ich eigentlich zerschneide, bis dann ein fertiges Modell rauskommt. Also, wenn ich jetzt das für mich, für mein Regal baue, ist das natürlich wieder was anderes, weil ich dann das Problem ja nicht habe. Dann kann ich das kaschieren. Das baut dann auch keiner nach. Dann habe ich auch oft kein Video, wo man sieht, wie toll das, wie toll ich das hier mache.
Stellt sich die Frage, hebt das? Ja, also hier hebt es nicht, aber hier hinten hebt es. Und wir haben ja den Druckpunkt auf der Welle und das geht. So, was mir wichtig ist, ist, ich kann immer noch pendeln. Push die mal an. Da geht's. Da kommen wir vorbei. Ja, hier könnte man noch einen Ticken höher. Ein bisschen schräger. Ja, ein bisschen mehr würde noch gehen. Also ich sehe schon, wir können hier tatsächlich noch einen Ticken verändern. Aber soweit gefällt mir das schon mal ganz gut. Wie gesagt, krafttechnisch habe ich hier eigentlich überhaupt keine Bedenken, dass das nicht funktioniert. Und jetzt schauen wir mal, ob wir den Arm hier reinbringen. Ja, also wir bringen den Arm rein. Das ist schon mal super. Und jetzt stellt sich dann nur die Frage, wo hängen wir? Wo sitzen wir auf? Ah, okay. Also wir sitzen momentan auf dem Motorhalter auf, aber auch nicht viel. So ein paar Millimeter, die sich hier vorne dann einfach hochpotenzieren. Das heißt, da werde ich nochmal an dem Motorhalter ein bisschen nacharbeiten. Wir stehen gar nicht auf dem Motorhalter, wir stehen... Ja, wo stehen wir denn auf? Stehen wir hier schon an dem Arm? Nee. Der Arm ist noch locker. Ich glaube, wir stehen hier an dem... an einem Plastikteil hier hinten auf. Das wäre jetzt natürlich eine Sache, oder? Das wäre jetzt natürlich eine Sache, wenn das soweit schon passen würde. Ja, hier habe ich, auf der einen Seite habe ich nämlich schon ein bisschen was ausgeklinkt von dem Teil. Dann machen wir den mal auf. Ich habe zu wenig Platz. Immer zu wenig Platz hier. So viel kruscht. Mal auf den Arm und schauen mal, wo es klemmt und hängt. Hinten vergesse ich glaube ich immer. Also, so. Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem hier an. Also der geht bis ganz runter, gar kein Problem. Schauen wir den hinteren an. Ah, okay, der sitzt hier auf. Und da müssen wir noch mal was ausklinken. Schauen wir mal. Und der will hier noch mal ein bisschen Material wegbekommen. So. Würde ich das mal behaupten. Das mache ich mal schnell weg. Und dann probieren wir es gleich nochmal. Also, hier habe ich jetzt nochmal was ausgeklinkt am Arm. Und wenn ich jetzt das angucke, dann kommen wir hier ganz runter. Das heißt, ich habe auf beiden Seiten auf jeden Fall den Arm ganz herunten. Und jetzt müssen wir hier mal gucken, wenn ich das Ding hier einbaue. Das ging ja ganz rein. Und ich habe nur die Bedenken, dass ich hier noch irgendwo anstoße. Schauen wir mal. Ja, genau. Also hier habe ich ja jetzt was weggenommen, wo es jetzt passt. Und jetzt seht ihr aber hier unten, guckt noch der Motorträger raus. Und das heißt, den werde ich jetzt hier auch nochmal ein Stück anpassen müssen, um dieses Stück, das hier rausragt im Endeffekt, dass wir hier nochmal ein Stück ausklinken und das Ganze dann auch so dementsprechend hier alles reinpasst. Ja? Also ihr seht, wir sind hier relativ eng miteinander, aber ich kann euch versprechen, dass es mit der Schere noch viel schlimmer, als es jetzt mit dem Winkelmotor ist. Das Tolle an dem Winkelmotor ist, den kann ich wirklich ganz aufstellen. Und jetzt schauen wir einfach mal von der Geometrie her. Habe ich mir das so gedacht, wir wollen hier einen Winkel einbauen. Also ich könnte natürlich auch einfach nur drücken.
Wir sind fast ganz unten, da fehlt nicht mehr viel. So, wir drücken hier unten dagegen. So, also wir drücken hier dagegen und hier wird ein Winkel entstehen. Hier kommt ein Winkel rein. Und dann kann ich hier hochfahren. Ganz hochfahren macht überhaupt keinen Sinn. Macht wirklich keinen Sinn. Aber ich habe eigentlich auch keinen toten Punkt. Erst in dem Moment, wo ich nicht mehr, also wo ich hier überstrecke sozusagen. Aber was will ich denn? Ich bin ja über meinen, ihr seht das, glaube ich, gar nicht. Oh, mal gucken, wie kriege ich das hin? So, wenn ich das jetzt hier überstrecken würde, ich bin jetzt über meinen Reifen, macht also gar keinen Sinn. So, das heißt, hier kommt ein Winkel rein und vor allem der Winkel hat eigentlich mit die Funktion, dass ich natürlich das Ganze auch nach unten ziehen kann und das nicht einfach nur durch die Schwerkraft runterfällt. Denn ich möchte mich ja vielleicht auch mal nach unten irgendwo eingraben und dann hilft es nichts, wenn der Arm sozusagen lose auflegt. Das heißt, der muss nach unten gezogen werden und nach unten gepresst werden. Das ist mal der nächste Akt. Ich werde jetzt mal die Achse nochmal verändern. Es kommt ein neuer Motorträger für das Teleskopieren, dass das hier alles reinpasst. Der Adapter bzw. die Schablone für die Motorbefestigung wird natürlich auch nochmal neu gemacht, damit es passt. Und ich werde gleich mich um den Endabschalter hier vorne kümmern. Hier kommt der rein. Kommt der hier rein? Ja, auf der anderen Seite ist nämlich der Servo ja eingebaut. Das heißt, auf diese Seite hier kommt der Endabschalter rein für den Arm. Dann können wir das Ganze probieren. Ja? Das sind so die nächsten Schritte. Wie gesagt, ich lege auch die Kabel mal soweit schon mal in den Arm, weil hier sind wir fertig. Ich werde auch das probieren und natürlich euch zeigen, wenn mal Strom dran hängt, wie das Ganze jetzt flutscht. Und ja, dann werden wir uns beim nächsten Mal wieder sehen und gemeinsam probieren und basteln und schauen, dass wir irgendwann mal diesen Manitou komplett fertig bekommen. Ja. Freue mich, wenn ihr wieder mit einschaltet, abonniert meinen Kanal und wenn ihr die Glocke abonniert, da anklickt, dann werdet ihr informiert, wenn das nächste Video online geht. Freue mich über jeden Daumen nach oben, dann weiß ich, dass ihr das genauso feiert wie ich. Bis dann!